KI-Kompetenzen sind meiner Erachtens wichtig, weil die Lernenden dann entsprechend über die Datenverarbeitung mehr erfahren. Daten spielen ja bei uns eine ganz wesentliche Rolle, werden ganz viel erhoben, nicht nur beim Surfen im Internet, sondern selbst wenn man auf der Straße sich bewegt. Und letztlich werden diejenigen, die sich versuchen, die KI-Kompetenzen zu erwerben, auch die Entwickler von morgen sein. Also KI in der Hochschulbildung es gibt die Möglichkeit, entsprechend ganz viele Daten aufzuzeichnen, die für nicht so sensibel sind eigentlich für die Lernenden, weil die Lernenden eigentlich an sich anonym bleiben können. Ja? Der Name muss gar nicht implementiert werden. Es reichen die personenbezogenen Daten oder beispielsweise auch die Leistungsdaten. Und da könnte man beispielsweise angreifen. Es gibt eine ganze Reihe von Daten, die sowieso schon in der Hochschulbildung aufgezeichnet werden. Also beispielsweise die Anwesenheit, verschiedene Hausaufgaben, Leistungsdaten, demografische Daten. Und das könnte man nutzen, um Studierenden auch eine Empfehlung geben. Was wäre das Geeignetste? Soll ich online an dem Kurs teilnehmen? Soll ich vielleicht in Präsenz besser kommen? Oder wäre es vielleicht, wenn man sich das noch ein bisschen genauer anschaut, wie die Hausaufgaben bewältigt wurden, muss ich mich frühzeitig damit beschäftigen oder im Verlauf mit meinen Kollegen diskutieren? Also solche Aspekte, die Relevanz von diesen Aspekten können einfach rausgestellt werden, wenn sie aufgezeichnet werden. Und natürlich auch die Studierenden, Lernenden darüber transparent informiert werden über die Möglichkeiten und die Anwendung bzw. die Verarbeitung von den Algorithmen. Also da gibt es ein Riesenpotenzial, um denen ein Feedback zu geben, um das transparent darzustellen von auch Konsequenzen, die das hat. Und ja, entsprechend durch diese schon bestehende Aufzeichnung ist es eigentlich ein kleiner Schritt, sobald die Daten digital vorliegen, dass man auch diese nutzt und den Studierenden das zurückmittelt.